glaube, dass viele gar nicht so sehr wissen, dass Kamera doch verdammt viel Einfluss auf den Film hat. Oder dass man als Kameramann, Frau da wirklich neben dem Regisseur eine ganz wichtige Person ist. Also, dass wir viel mit Technik zu tun haben, stimmt natürlich, aber es ist nicht so, dass wir nur die Technik hätten. Also wir beschäftigen uns damit auch irgendwie ein bisschen abstrakter. Schwere Sachen tragen und viel Technik in der Hand haben, die teuer ist, ist ganz ohne Frage auch richtig. Das ist, gehört immer dazu. Also die drei besten Aspekte an meinem Studium war die Zusammenarbeit mit meinen Kommilitonen. Arbeit unter Gleichgesinnten ist immer eine super Sache. Die Tatsache, dass ich mir im Studium viel selber erarbeiten konnte, fand ich auch ziemlich cool. Dass ich viele Sachen ausprobieren durfte, dass ich ganz viele Einblicke bekommen habe in unterschiedliche Studienrichtungen. Ich meine, wir machen ein praktisches Studium. Ich will nicht am Schreibtisch sitzen und irgendwas bloß recherchieren. Ich möchte es auch drehen. So eine Premiere fand ich schon immer cool. Das ist schon so voll... Also ich war voll aufgeregt immer davor und ja, das sind... Eigentlich ist ein cooler Moment. Wir haben viel Zeit damit verbracht, Projekte zu planen und auch Projekte zu drehen. Ziemlich viel Arbeit mit einem Haufen cooler Leute und jeder Menge coolem Spielzeug. Also es ist doch Teamarbeit. Doch, also eigentlich ein Team. Ob ich jemandem meinen Studiengang weiterempfehlen würde, hängt wirklich davon ab, ob diese Person für dieses Studium brennt oder nicht. Man sollte sich auch voll klar sein, dass man das auch machen will. Also dass man auf jeden Fall ein Praktikum vorher macht oder irgendwas, weil dass man auch sich richtig sicher ist, dass das sein Ding ist. Also ich möchte einfach Filme drehen und viele Erfahrungen sammeln und Geschichten erzählen. Ich finde, man lernt viel im Kamerastudium darüber, was Bilder ausmachen, was Bilder bewegen können und wie man mit kleinen, sehr, sehr simplen Dingen Menschen bewegen kann und ihnen irgendwie was mitgeben, was auf einer tieferen Ebene wirkt als einfache Worte. Passt der Bildausschnitt so?